zum Nachdenken anregen. Das wollen die Tage der Nachhaltigkeit, die am Donnerstag nächste Woche starten, am 21. Mai. Die insgesamt 3 Kongress- und Seminartage im Forum Brixen und im Bildungshaus Kloster Neustift stehen unter dem Motto »Die Kunst der Balance«. Meine Kollegin Renate Brucker hat Organisator Günter Reifer gefragt, zwischen welchen Ebenen balanciert wird. Ja, wir haben uns lange überlegt, was wiederum ein spannendes Motto für die heurigen Tage der Nachhaltigkeit sind und haben dann uns auf die Kunst der Balance festgeschrieben. Und wir wollen die Balance auf 2 Ebenen machen. Einmal die Balance zwischen klassischer, gewinnorientierter, wachstumsorientierter Wirtschaft und auf der anderen Seite des Extrems, sagen wir jetzt mal, die rein soziale oder auch gemeinwohlorientierte Denke. Und diese Balance wollen wir auf der einen Achse definieren oder diskutieren und auf der anderen Achse, um das Kreuz zu haben, ist auch die persönliche Balance zu halten. Wie viel soll eine Person arbeiten? Wie viel soll auch Freizeit sein? Also Beruf, Familie, diese Sachen auch zu vereinen. Work-Life-Balance, das mal auch neu gedacht. Diese Balance auf diesen 2 Ebenen möchten wir in Brixen diskutieren. Also es wird viel diskutiert. Sie haben ja auch ein bestimmtes Ziel. Also was wollen Sie erreichen? Gut, wie jedes Jahr wollen wir Impulse setzen, die unserem Land gut tun können, die unserem Land auch in dieser Entwicklung in Richtung Nachhaltigkeit auch von Vorteil sind. Wir werden viel diskutieren, wir werden uns viel austauschen. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir holen zwar viele Experten von außen rein, sehen aber jeden Teilnehmer, jede Teilnehmerin auch als Experte, als Expertin und dementsprechend ist es immer mal wieder einen Raum zu schaffen, um neue Themen zu bringen. Die Landesregierung, also die Südtiroler Landesregierung, unterstützt das Thema auch immer verstärkter. Das freut uns besonders. So hat der Landtag am Ende des Jahres die Südtiroler Landesregierung auch aufgefordert und einstimmig wurde das genehmigt, gemeinwohlorientierte Unternehmen weiterhin und noch mehr zu bevorzugen oder zu bevorteilen, sofern EU-kompatibel natürlich, bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen, bei der Vergabe oder bei der Förderpolitik. Diese Themen diskutieren wir derzeit auch sehr stark. Es ist ein Kongress, wo danach immer wieder neue Impulse gesetzt werden und das, was weitergeht. Sie haben es erwähnt, es kommen internationale Experten. Welche Highlights planen Sie diesmal? Also es sind ganz, ganz verschiedenste. Vielleicht 1-2 Namen, die vielleicht bekannt sind oder zum Beispiel das Unternehmen IKEA ist sicherlich sehr bekannt. Wir haben den Nachhaltigkeitsbeauftragten von IKEA da und der wird uns Rede und Antwort stehen, was sich IKEA so vorgenommen hat. Auf der einen Seite sehr, sehr viel, was wir wissen. Auf der anderen Seite gibt es immer noch graue Stellen, die wir auch ganz offen mit den Kollegen oder mit dem Herrn von IKEA ansprechen möchten. Dann kommt die Frau Susanne Schmidt, das ist die Tochter von Herrn Bundeskanzler aus Deutschland, Helmut Schmidt. Sie ist eine kritische Wirtschaftsjournalistin und wird da einige Impulse setzen und viele andere. Also ich würde da gar nicht, jeder Referent, jede Referentin ist für sich ein Highlight und die sind auch die 2 Tage da. Man kann auch dann während der Pause mit den Leuten gut im Dialog gehen. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Es ist die 5. Auflage schon, ein Beweis dafür, dass das Thema doch relativ viele interessiert. Ja, wir haben lange diskutiert, weil immer wieder gesagt, es ist so viel Aufwand, es zu organisieren, aber wir werden zwischenzeitlich von so vielen Leuten auch motiviert oder sagen, es ist mittlerweile ein fixer Tag im Mai, wo ich hinkomme. Und das Spannende ist ja, glaube ich, auch nicht nur die Referenten, sondern die Menschen, die sich dort treffen. Es treffen sich von alt und jung, von Mann und Frau, von Pensionist zu Studenten, von Professor bis Arbeitslosen, von Arbeitgeber, Arbeitnehmer. Und das ist das, was wir auch möchten, diesen Dialog zu fördern, der nicht nur auf eine Gruppe sich bezieht, wo nicht nur Unternehmer sich treffen und austauschen, sondern auf ganz unterschiedliche Ebenen. Und dafür laden wir immer wieder alle ein. Danke, Herr Reifer, und toi, 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 dass alles gut abläuft. Herzlichen Dank. Sagt der Organisator der Tage der Nachhaltigkeit, Günter Reifer. Am Samstag, 22. Mai, wird am Großen Graben in Brixen eine Biomeile eingerichtet.